siehst du auch den Tod hier, Torgal. Da sind wir wieder. Und ich habe keine Zeit gefunden zum Farmen. Aber sollte, glaube ich, auch kein Problem sein. Wir sind ja bislang wunderbar durchgekommen. Oh, der hier hält aber richtig viel aus. Sehr schön. Wir dezimieren sie aber recht entspannt und sehr schnell. Wir können ja auch mal wieder in den Burst-Modus steigen. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Das Ziel ist es heute natürlich, unsere Gruppe wieder zu vereinen und hier in der Hauptstadt ja, ein bisschen nach dem Rechten zu sehen. Und auch in der Story natürlich wieder ein bisschen weiterzukommen. Sehr schön, alle erlegt. Wir einigermaßen. Hätten auch mehr Punkte sein können. Verdammt. Zwei Leichen. Ein Mann und eine Frau. Die Wölfe waren offenbar hungrig. Doch diese Wunden sind trocken. Du bist es also. Tatjen. Tatjen, sagst du? Dann ist der Tote neben ihr wohl Yannick. Die Frau, die er jede Nacht besucht hat. Er meinte, sie heißt Tatjen. Du. Bist du mir gefolgt? Warum sollte ich das? Oder hast du irgendwas verbrochen? Nein, ich sollte Yannick finden. Und wie es aussieht, hab ich das. Und ich habe meine Vermisste gefunden. Es war die Eifersucht. Der Gedanke, dass da noch andere waren, hat ihn krank gemacht. Eines Abends trug sie einen Kamm im Haar. Yannick dachte, der wäre von einem anderen. Uns hat er gesagt, dass er den Mann finden und töten will. Wir haben ihn wie immer nicht ernst genommen, aber dann ist er nach Mur aufgebrochen und nicht zurückgekommen. Der Kamm in ihrem Haar. Er war ein Geschenk von Madame. Hätte Yannick doch bloß gefragt, dann würde er nicht hier draußen verrotten. Ich glaube, er hatte etwas Größeres vor. Er hat ihr den Kamm gestohlen und ihr einen neuen gekauft. Ein Antrag vielleicht. Was? Ein Antrag? Und damit ihr und Madame in Nordstedt leben? Desertieren konnte er ja wohl schlecht. Richte Madame mein Beileid aus. Wenn unsere Männer Yannicks Leiche abholen, sehe ich zu, dass sie Tatjen zum Schleier bringen. Bist du dir sicher? Die Sache lässt sich nicht vertuschen. Also müssen wir versuchen, Madame versöhnlich zu stimmen. Da fällt mir ein, ich habe sie gerade in Mur gesehen. Erklärst du ihr alles? Ich halte mich da lieber raus. Ich muss es Isabel sagen. Vielleicht hilft der Kamm ihr wenigstens dabei, Abschied zu nehmen. Gut, es ist wie es ist. Wenn sie tot sind, sind sie tot. Wir kennen sie nicht, wir haben nichts mit denen zu tun. Also egal. Ihr hättet mich doch rufen. Du hast Mur also überlebt. Deine Gefährten sind in der Zwischenzeit eingetroffen. Sie warten an der kleinen Kapelle oben auf dem Hügel auf dich. Danke, aber habt ihr nur dafür den Weg auf euch genommen? Ich wäre ohnehin zu euch gekommen. Dann hast du sie gefunden. Oh nein, meine arme Tatjen. Dass ein Mann mit Leib und Seele einer Kurtisane verfällt, ist nicht selten. Erst recht nicht, wenn er jung und fern von seiner Heimat ist.
Doch ein gutes Ende nehmen diese Geschichten nie. Der Kamm lag neben Tatjen. Sicher wollte ihn zurück. Ich danke dir, Clive. Ich werde ihn ihr bei der Bestattung beilegen. Ich muss los. Nein, warte. Ich habe noch etwas für dich. Ein Zeichen meines Danks. Im Schleier kehren auch befehlshabende Offiziere der kaiserlichen Armee regelmäßig ein. Bei einigen lockert sich die Zunge im Laufe der Nacht. Die Legionen bereiten sich auf einen Marsch Richtung Süden vor. Otto hat auch schon davon gesprochen. Ach, sagte Otto auch, dass es um alle Legionen geht? Es handelt sich um kein Gefecht. Ich vermute, dass der Kaiser vorhat, die Hauptstadt aufzugeben. Aber was weiß eine Frau wie ich schon von Politik? Leb wohl, Clive. Ja, auch. Danke, Isabel. Das würde bestätigen, dass er gesagt hat, wir müssen neue Gebiete übernehmen. Wir sollten eigentlich erst nächsten Monat neue Träger bekommen. Und ich dachte jetzt, innerhalb dieses Dorfes wäre die Kapelle, aber okay. Düsen wir hier einfach den Weg lang, dann werden wir da schon ankommen. Keine Überfälle, das ist auch gut. Dass wir da auch immer gegendrücken müssen. Bin ich zu spät? Gerade rechtzeitig. Drinnen ist es leider schlimmer als gedacht. Truppen so weit das Auge reicht. Und wer klopft an? Der flüchtige Überläufer. Genau deshalb nehmen wir die Hintertür. Was habt ihr denn? Nirgends ist man so ungestört wie in einem... Bordell. Ach ja? Ich fühle mich beobachtet. Und jetzt? Wie geht es weiter? Wir nehmen das Kristalltor. Gleich nach Sonnenuntergang. Werden dort nicht die Splitter verladen? Das ist einer der schwerstbewachten Orte in Sanbrek. Du bist informiert, doch nicht ganz. Es gibt dort eine Abkürzung direkt zum Kern. Eine Abkürzung. Interessant, dass ein flüchtiger Dominos an solche Informationen kommt.
Nun, vielleicht habe ich den Weg schon einmal ausprobiert. Und vielleicht musste ich da abhauen, weil Bahamut mich entdeckt hat. Schnee von gestern. Sid, falls das mit den Mutterkristallen wirklich stimmt... Falls? Das trifft mich, Jill. Was ich sagen will, ist... Falls die da oben alle davon wissen, warum tut dann niemand etwas dagegen? Wie du vielleicht weißt, sorgen die gottesfürchtigen Menschen hier und ihre frommen Führer sich nur um eins, sich selbst. Und sie werden alles tun, um an der Macht zu bleiben. Der Rest ist ihnen vollkommen egal. Sobald man seine Stimme gegen sie erhebt, ist man geächtet. Ab in die Kerker und auf nimmer Wiedersehen. Geächtet. Wer die Kristalle in der Hand hat, beherrscht die Welt. Aber wir können auch ohne sie Magie wirken. Für unsere Herrscher sind wir die idealsten Werkzeuge und die gefährlichsten. Aber was gibt ihnen das Recht, uns so zu behandeln? Uns auszubeuten und dem Tod zu überlassen? Was kümmert einen Fürsten ein zerbrochener Krug? Was denkst du? Wir bedeuten ihnen überhaupt nichts. Nein, wir können mit Worten nichts erreichen. Ich hab's versucht. Man stößt auf taube Ohren. Die Welt will uns nicht zuhören. Also Schluss mit Reden. Wenn man uns keine Stimme gibt, verschaffen wir uns anders Gehör. Ihr könnt mir nicht verübeln, dass ich dem ein Ende setzen will, oder? Ich nicht. Aber du wirst vielen Menschen das Leben zerstören. Für sie bist du dann auch ein Geächteter. Sid, der Geächtete. Ja, gefällt mir. Willst du das nicht ein bisschen ernster nehmen, Sid? Ach, sei doch nicht so, Jill. Gönn mir wenigstens einen richtigen Titel. Wenn man sich dafür an mich erinnert, spiele ich doch gern den Bösewicht. Aber erst haben wir noch einiges vor. Einmal drin gibt es kein Zurück. Also macht euch bereit. Die Welt rettet sich nicht selbst. Da bin ich mal gespannt, ob sein Plan aufgeht oder ob uns das Ding richtig um die Ohren fliegt. Aha. Wir haben ein Point of No Return. Sollten wir zuvor vielleicht die ganzen Sidequests machen? Die sind ja aber nicht so spektakulär. Gibt uns allerdings noch ein bisschen an Punkten. Wobei ich es auch ziemlich früh finde, dass ein Point of No Return kommt. Weil wir haben zwar schon einiges an Folgen zusammen. Aber 60-70% davon waren ja Zwischensequenzen. Also so viel Spielzeit war es jetzt auch noch nicht. Du hast einen Brief verloren? Ich hoffe, er war nicht wichtig. Nicht nur einen Brief, sondern alles. Meine Tasche hat ein riesiges Loch und ich, Trottel, habe es nicht bemerkt. Fehler können jedem mal passieren. Das ist mehr als nur ein Fehler. Ich bin ein Kurier. Wenn ich es nicht schaffe, Sachen von A nach B zu bringen, zu was bin ich dann gut? Zu gar nichts bin ich gut. Ich hab's verbockt. Wegen mir gibt's keine Kräuter für die Krankenstube, kein Fleisch für die Küche, keinen Nachschub für niemanden. Aber das Schlimmste an der Sache ist der Brief. Der war nämlich für Sid bestimmt. Er wartet schon tagelang darauf. Hast du schon den Weg abgesucht? Wenn ich könnte, würde ich ganz Stürm auf den Kopf stellen. Aber die Fluchbrecher da draußen warten alle schon dringend auf meine nächste Lieferung. Nein, nein. Ich werde Otto und Sid die Sache beichten müssen. Die ziehen mir das Fell über die Ohren. Na schön. Ich gehe die Sachen für dich suchen. Meinst du das ernst? Oh, vielen Dank. Die Vorräte waren schließlich fürs Versteck. Sag schon, wo soll ich suchen?
Vielleicht bei Gultans Hof. Ich hatte es eilig und bin dort durch die Rebstöcke gestolpert. Kann gut sein, dass ich mir meine Tasche dabei aufgerissen habe. Wenn du die Sachen findest, tust du den Menschen hier einen großen Gefallen. Und wenn du Sids Brief findest, rettest du mir den Hals. Ich werde ihn schon finden. Ach, das wäre großartig. Jetzt muss ich aber schnell los. Die Fluchbrecher zählen auf mich. Zu Gultans Hof findest du sicher alleine, oder? Und bitte, beeil dich. Sid ist nicht gerade für seine Geduld bekannt. Nein, ganz sicher nicht. Da draußen wird der Brief nicht unbeschadet bleiben. Ich sollte so bald wie möglich nach Sandberg. Ja, das machen wir auch direkt. Ich glaube, das ist auch der Weinstock, wo wir schon das ein oder andere Mal waren. Oh, falscher Knopf wieder. Ja, ich muss mich noch dran gewöhnen. Bei der Xbox ist ja beim Viereck das X. Aber das ist auf der PlayStation natürlich alles ein bisschen anders. Irgendwo aber fast 20 Jahre Xbox-Gewohnheit kriegt man auch nicht so schnell aus dem Kopf raus. Ich halte die Augen offen. Na, heb auf. Diesmal war es der richtige Knopf. Gut, hier bin ich wohl richtig. So, haben wir Nummer 2. Noch mehr von den Sachen. Was mir eben eingefallen ist, es könnte natürlich auch ein Point of No Return sein, der sich darauf bezieht, dass sich die Umgebung verändert. Weil wenn wir da gleich irgendwelche Schweinereien mit dem Kristall machen, viel mehr wird er nicht dabei gehabt haben. Oder die Seuche näher kommt. Vom Brief. Ich könnte rumfragen. Vielleicht wurde er gefunden. Okay, dann fragen wir mal rum. Weil wenn sich die Welt verändert, kann es natürlich sein, dass es Ortschaften gibt, zu denen wir nicht mehr zurückgehen können. So wie du angezogen bist, wirst du wohl nicht bei der Weinlese helfen. Bist du auf dem Weg zu Quinten? Ich suche nach einem verlorenen Brief. Hast du hier zufällig einen gefunden? Nein, tut mir leid. Falls du ihn doch noch entdeckst. Moment. Vorhin habe ich einen Hund gesehen, der irgendetwas im Maul hatte. Das könnte ein Stück Papier gewesen sein. Wer weiß, vielleicht war das ja dein Brief. Wo ist der Hund jetzt? Er ist Richtung Kielbrück gerannt. Sah mir nicht nach einem Streuner aus. Bestimmt wird er dort von jemandem versorgt. Nach Kielbrück also. Danke. Gut. Können wir den Weg jetzt hier einfach weiter langlaufen oder Schnellreise? Sieht erstmal ganz gut aus. Ja, Kielbrück ist da auch schon gleich direkt. Also ob Schnellreise oder Laufen, läuft fast auf selbe Ball raus. Bist zurück? Hat Quinten dich gerufen? Der Fisch ist gesalzen und geräuchert. Oh, da ist was. Ach, der Köter. Da haben wir den Übeltäter. Tut mir leid, Kleiner. Auf den wartet jemand. Und zwar schon viel zu lange. Hoffentlich erspart das dem Kurier die Standpauke. Gut, dass du nicht geknurrt hast, sonst hätten wir dir den Kopf abschlagen müssen. Na, da kommen wir von hier nicht hin. Das müssen wir anders machen, aber da hinten lang, was ja. Essen wir heute Abend? Aber woher wusste der Krämer, dass seine... Wir machen nochmal eben hier die Quest, weil das sind die, die am
nächsten dran an der Hauptstadt sind. Also wenn die Hauptstadt sich irgendwie verändern sollte, Quinten sind das eigentlich die Spots, wo ich mir vorstellen könnte, dass die sich am ehesten verändern. Ich will keinen Ärger. Moment, das... Aha, Gwigor, sei Dank! Du trägst den Gehängten. Ich hielt dich für einen Räuber. Jetzt, wo ich es besser weiß, könntest du mir helfen? Im Weinberg Kielbrücks ganzem Stolz hat sich ein großer Schwarm Wespen eingenistet. Und du brauchst jemanden, der sie vernichtet? Ganz genau. So weit weg vom Wald sind sonst keine, schon gar nicht so wilde. Der süße Duft muss sie angelockt haben. Wen wundert's? Wenn die Biester sie nicht wegfressen, wird das die beste Ernte aller Zeiten. Ich wollte sie verscheuchen, aber von mir ließen sie sich nicht einschüchtern. Und wenn die Trauben nicht bald gekeltert werden, macht Quinten mich einen Kopf kürzer. Du scheinst per Kampf erprobt zu sein. Würdest du einem Kameraden helfen? Bitte, vertreib die... Na gut. Oh, danke. So, wir müssen das Ganze jetzt mal hier ein bisschen skippen. War ja klar, worum er uns bittet. Da haben wir auch noch eine Quest. Aber erstmal zurück zu den Weinbergen. Na, wunderbar. So, da muss ich zurück. Ein bisschen zu früh. Wobei, ich hätte mir da auch noch schnell die andere Quest holen können. Das muss der Weinberg sein. Aber gut, es ist wie es ist. Wespen sind schnell erledigt. Hier wird doch bestimmt auch noch eine Wespenkönigin sein, oder? Du weißt, was zu tun ist. Ja, schön, dass wir schon Garuda haben. Das macht den Luftkampf ein bisschen entspannter. Hier drüben. Da, Großer! Zeig's ihnen, Großer! Du weißt, was zu tun Na, ist. Na, komm schon. So, jetzt. Los! Sehr schön. Alle down. Das sind 16 Fähigkeitspunkte, jetzt auch nicht so die Welt. Das waren wohl die letzten. Aber egal, Hauptsache wir haben die Quest erledigt. Dann können wir die neue Quest holen, die alte abgeben. Und wenn wir dann hier alles erledigt haben, können wir wieder zurück zum Versteck. Ah, du bist einer von Sids Männern, habe ich recht? Möchtest du dich ein bisschen bei uns nicken? Kommt drauf an. Ein paar neue Träger aus Oriflam sind angekommen. Quinten musste tief in die Tasche greifen. Das muss ein Unmensch gewesen sein. Die Armen machen keinen Mucks. Du machst ihnen sicher nur noch mehr. Haha. Ja, mach ihnen klar, dass sie hier sicher sind. Okay, ein bisschen Konversation. Mir. Sag ihnen, sie sind sicher. Ich reich das aus. Vielen Dank. Ach, die sitzen sogar direkt hier neben uns. Das ist gut. Na, vielleicht kriegen wir das schnell über die Bühne. Ich höre, ihr seid neu hier. Kann ich euch etwas bringen? Ruhig. Keine Angst. Hier wird keiner fürs Reden bestraft. Ihr seid jetzt frei. Wirklich?
Ich habe Hunger. Meine Schwester auch. Wir... Wartet. Ich hole euch was aus der Schenke. Danke. Dauert nicht lang. Gut, dann werden wir mal den Kellner spielen und denen so ein bisschen das holen, was sie benötigen. Kann ich noch? Ich hätte gern zwei Schüsse. Geht nicht. Das Essen reicht gerade für uns, Vic. Es ist nicht für mich. Oh, vergib mir. Ich sehe das Siegel. Nimm dir so viel Brot und... So leicht wechselt der Ton. Aber natürlich. Ich und er legt Wert darauf, dass es den Neuzugängen... Gut. Deine Kameraden haben Hunger. Also, interessant, wenn wir das... Das hier Ding von Quentin haben, können wir prinzipiell alles machen, alles sagen, was wir wollen. Die Sonne geht unter. Ja, wer im Besitz dieses Siegels ist, so wie ich, der kann sich glücklich schätzen. Alle anderen haben Pech gehabt. Um die Ernte brauchst du... So, einmal hier Quest abgeben. Unser Goldhans Quinn. Ich habe abgeschlossen, dass das Wichtigste. 15 Erfahrungspunkte, wow. 10 Reißzähne, auch wieder wow. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Zumindest von dem, was wir da eben bekommen haben. Wenn wir respektiert und geachtet werden, bitte, sollte sich das aber früher oder später auch für uns auszahlen. Hast du das gesehen? Ja. Für uns? Mal schauen, was die jetzt haben möchten. Frisches Brot. Das muss doch ein Traum sein. Wir sitzen und wir essen. Ja, ich. Ihr seid nun frei. Danke. Okay, das war's wirklich. Ein Gillkäfer, das sind 200 Gill. Was denkst du, geschieht nun mit uns? Lächerlich. Gut, die Quest geben wir ab. Hier haben wir eine Quest, die wir auf jeden Fall noch machen müssen. Weil wenn sich was verändert, dann in dem Gebiet auf jeden Fall. Otto war vorhin ziemlich laut. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was der Point of No Return verändern wird. Aber dafür, dass wir auch vom Level her noch ziemlich low sind, können doch da unten 22, das ist ja nichts. Oh, da bist du ja. Ich bin gerade erst zurückgekommen. Deine Lieferung gefunden? Ich dachte, die nur ein bisschen satt. Dann einmal wieder zurückgeben. Oh, dank deiner Hilfe. Die Vorräte waren ja schon... Ein Bericht von den... Wenn sie es denn kann, war zum Studieren. Eine Tochter hatte nie... Er ist eben sehr beschäftigt. So, und damit du auch was von der Sache hast, hier, eine kleine... Wenn du irgendwas von Sid brauchst, frag ihn am... Okay, hat er vielleicht mit, Benedikta eins gemacht? Sehr schön, Level Up. Und dann in dieses Gebiet, was vermutlich das Wichtigste sein wird, von der Nebenquest zumindest.
Wow. Okay, mit so vielen hätte ich jetzt nicht gerechnet. Mit ein, maximal zwei, ja. Aber nicht mit fünf. Das war's für heute. Ein paar Bierchen und dann... Es heißt, dass die Legion sich wieder bereit... Wie geht's? Dieser Markt ist ein... Entschuldigung, warte mal. Da ist er. Du da, mit dem Schwert. Ich komme nicht umhin zu bemerken, dürfte ich dich um Unterstützung bitten? Und wen genau würde ich... Oh, verzeih mir. Ich bin it. Außerhalb der Mauern warten Geschäfte, doch... Und wer wäre dafür besser geeignet? Wärst du bereit... Ja, warum 1000 nicht? Gil. Wunder. Die Aufgabe ist gar... Gut, genau dann machen wir das doch. Irgendwas Gefährliches. Was? Aber ich kann dich wirklich... Okay, der verarscht uns. Aber das werden wir schon herausfinden. Womit er uns verarscht. Der Kommandant hat's auf uns abgesehen. Hast du dich verlaufen? Ich bin gleich wieder weg. Ich fass es ja nicht. Sieh dir die Brosche von... Deshalb stolziert er hier rum. Als wir Schutz angeboten haben, hat sie gelacht. Dieser Arsch soll mehr drauf haben als die Elite des Kai... Das lässt sich doch sicher schnell... Wie sieht's aus, Träger? Lieber nicht. Verständlich. Nur ritterlich, wie wir nun... Gut, wenn du kämpfen willst, dann kämpfen wir. Ja, nur damit du es bereite dich. So. Wenn du darauf bist. Los, komm schon. Du willst verlieren? Gut, dann verlier. Wenn du dich bei deinem Frauchen ausweinst, sag ihr, dass Leon dich so zugerichtet hat. Du kannst ruhig mit schmutzigen Tricks kämpfen, Träger. Brauchen wir gar nicht. Ja, gut. Du weißt also, wo... Das war's. War auch nicht anders zu erwarten. Quatsch, Leon. Ah, er ist also nicht so schlapp, wie er aussieht. Gut. Jetzt kommt der zweite. Hoch das Schwert. Lass uns Spaß haben, ja? Was findet die Madame überhaupt an einem Träger? Ich weiß zum Beispiel, wann ich den Mund halten muss. Okay, da ist gleich auch schon die Hälfte weg. Du hast Potenzial, das gebe ich zu. Und hier immer Vollgas. Weg ist er. Wow. 4 Fähigkeitspunkte. Was ist das hier? Gregors Galle. Nee. Komm, gib mir mein Geld, dann hau ich ab. Und beim nächsten Mal müsst ihr euch schon ein bisschen mehr anstrengen. Ich hätte nicht erwartet, einem Träger mit... Kann ich von dir stillschweigen? Worüber? Über diese ganze Unterhaltung. So unwahrscheinlich es klingen mag. Innerhalb der Gesellschaft... Aha. Und was hat das mit mir zu... Diese Stadt wird allein von ihren Trägern am... Nicht etwa aus... Okay, wenigstens ein Typ, der was im Kopf hat. Kosten, so abscheulich es auch ist. Und meine kleinen Bemühungen, was uns zu meiner Bitte führt. Dein Brandmal eröffnet die... Gut. Was... Ich danke, teil das... Alles klar, werden wir für dich machen. Du bist ja ein ehrenhafter Mann, von daher ist das auch in Ordnung.
Der Fluch ist schon Strafe genug. Sie sollen nicht auch noch hungern. Wartest du etwa darauf? Jetzt ist wohl nicht der richtige. Ja, und der andere? Du hast sicher großen Hunger. Das hatte ich bitternd. Doch, ich heb's mir erstmal auf. War es schon immer so schlimm? Ohne den Kämmerer wären ich und viele andere... Das ist immerhin etwas. Da hinten ist einer. Wahrscheinlich in der Hütte hier. Da, okay, sehr schön. Hier eine ist Dame. Für dich. Aber der andere, der gerade am Heilen war, der kriegt nichts, oder wie? Du musst jetzt gehen. Träger, hier. Und du? Was für ein Arsch. Aber gut, wir können den nicht umbringen. Wobei? Oh, der da hinten ist immer noch zugange. Das reicht, verdammt! Geh mir aus den Augen! Auch nicht nett. Geht das gefährlich. Beim nächsten Mal lass ihn durch, verrecken. Lernen durch Schmerz. Hier. Der Kämmerer muss dich... Doch meine... Du musst dich ausruhen. Ich kann nicht... Und das... Ja, schade. Die werden alle... Magie wirken, bis sie dann verrecken. Als die Träger des Kaiserreichs. Na gut. Ich sollte zum Schleier. Ja, schade, aber... So ist diese Karte halt... Kalte, harte Welt. So rum. Okay, das ist die Mittelsfrau. Sehr schön. Schade, im ersten Moment sah es aus, als wenn wir sehr viele Gil bekommen, aber dann sind sie doch nur bei 1000 stehen geblieben. Aber gut, so viel war vereinbart, so viel haben wir gekriegt, passt. Jetzt müssen wir hier noch so ein paar dreckige Geschäfte erledigen. Keiner passiert das. Frischer wird das Obst nicht mehr. Weh dem, das fliegt uns hier noch um die Ohren. Sie diese Farbe? Hier gibt's nicht. Ich habe eine. Ah, warum sagst du das nicht gleich? Entschuldige die Begrüßung. Hier. Ja, nicht ganz koschere Deals hier. Oriflams Bestes. Aber gut, wir haben nichts gesehen. Offiziell. Ich mache keine Geschäfte. Nun, das... Ich... Na, hab mal ein bisschen Respekt, sonst hast du gleich das Schwert im Bauch. Das ist... Leichter als sonst. Träger, wenn ich rausfinde, dass du mich bitt... Ich nehme es gern zurück. Das tust du sicher nicht, wenn du jemand... Hier. Zigarren. Diese... Gut, dann haben wir hier nochmal
ein Ding, also Zigarren, Parfüm und was kriegen wir hier? In den Pasteten drin? Ich warne dich. Schnaps? Trägern verkaufe ich nicht. Etienne. Er hat ein... Das nimmt mir eine Last von den... Und da... All das verschnappt. Nicht so ein Fusel. Finden die Wachmänner Etienne... Natürlich. Ja, also schöne Zigarre, dazu edlen Schnaps. Jemand anspruchsvoll. Und am Ende können wir das alles mit Parfüm übertönen, damit wir keine drauf bekommen, weil wir eine gedampft haben. So, jetzt erstmal Zahltag. Und nicht mit. Entzückend. Wenn du meinst. Du meinst die... Warum hast... Einem Eheschließ. Du hast nicht... Doch trotz... Ich wusste... Rahm. Ich glaube, du tust, was du glaubst, tun zu müssen. In der Tat. Und ich denke, Madame sieht das dein Lohn für deine gute Arbeit. Abkassieren ich tun wir natürlich sehr gerne. Auch unsere Gemeinde... Ja, die Gil sind das Wichtigste. Oh! Viel Stahlseide, das ist auch gut. Hier oben haben wir natürlich... So, da haben wir jetzt den Marker gesetzt. Da oben haben wir natürlich keinen Schnellreisespot. Ach komm, spring doch mal ein bisschen höher. Da hinten ist die Blaufeder. Da hinten ist auch eine. Keine Fehler. Sehr schön. Fast, Torgal. Nicht zu nah, Torgal. Na, Torgal, mach. Du musst nah dran, sonst kannst du ja nicht angreifen. Leb los. Und das letzte Schokobo. Du weißt, was zu tun ist. Na, komm schon, kipp um. Fast, Torgal. Sehr schön. So, da haben wir 64. Gar nicht so lange gekämpft, aber dafür mehr EP bekommen als, ich glaube, für die Wespen war das, wo wir nur 40 bekommen haben. Deswegen, wenn hier eine Blaufeder ist, gleich mal umhauen. Da kriegen wir gut was. Hier drüben. Zeig's ihnen, Großer. Los. Oh, das müsste der letzte sein, oder? Ja. Ja, das war's. Sehr schön. Ansonsten haben wir hier keine Blaufedern. Der Rest gibt nicht ganz so viel EP. Aber wir können hier... das Ding hier aufwerten.
Aber mal schauen, was die jetzt hier für uns haben. Hey, Träger, hierher! Na, geht die Markierung nicht von alleine weg? Gut, dann müssen wir die halt wegnehmen. Endlich! Du bist spät, wofür? Haben sie es dir nicht gesagt? Eine wilde Los! Steh hier nicht rum und gaff blöd! Na gut. Okay. Oh, wer ist denn? Dann hauen wir das Vieh um. Aber dass wir keine Belohnung bekommen, irritiert mich etwas. Lebensgefahr ist, wirkt er erstaunlich ruhig. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss aufpassen. Der Wolf, er will mich fressen. Das werde ich verhindern. Das ist irgendeine Verarsche hier. Zur Seite. Ich erledige das. Los! Also der wird schon mal nicht allzu schwer sein. Sogar ziemlich einfach. Du solltest ihn nicht töten, sondern er dich. Vater wird dich auspeitschen. Träger dürfen nicht gewinnen. Was soll das? Warst du überhaupt nicht in Gefahr? Du wagst es zu reden? Guck mich nicht so an. Es ist nur ein Spiel. Ein Spiel? Sei endlich still, wenn Vater das hört. Den Wolf habe ich getötet. Aber die Gefahr ist jemand anders. Dieses Treiben muss aufhören. Gut, also du hast meinen Segen, den Adligen abzuschlachten. Also wenn du dem jetzt das Schwert durch den Bauch rammst, hey, ich werde mich nicht beschweren. Komm rüber, sofort! Erst schlachtest du unser Haustier ab, vor den Augen meines Sohnes, und dann wagst du es hier wie ein Gockel herumzustolzieren. Der Wolf war abgerichtet. Du solltest unserer Unterhaltung... Ich auch nicht. Für den Spaß... Da, ich sag's doch, er redet. Warte. Wer bist du, Träger? Nun, dein Ungeheuer. Mein erbärmlicher Besitz, wenn du willst, hole ich sie. Wie? Du, Hast du Angst? Und wenn du Schwierigkeiten hast, dich in... Vater, ich hab Angst. Wagst du es etwa, uns zu drohen? Wir kaufen einen neuen Wolf, einen größeren Stern... Natürlich, mein Sohn. Ich lass uns im Dorf einen neuen... Unverbesserlich, aber ich kann die Träger nicht da liegen lassen. Das ist das Mindeste. Gut, dann werden wir noch eine gute Tat vollbringen. Sterben. Also, die machen da irgendwelche kranken Spiele, holen sich einen neuen Wolf. Jada, jada, jada. Das mit dem Schwert wäre die bessere Idee gewesen. Na, komm schon. Mehr Opfer ihrer adligen Spiele. Du musst Clive sein. Woher kennst du meinen Namen? Madame. Das Begraben der Toten. Bist du dafür hierher? Ich soll gefallene Träger vor den Krähen bewahren. Hilfst du mir? Gern. Aber so langsam taut der Clive auf, ne? Der redet viel mehr. Persönlichkeit entfaltet sich mehr von ihm, hat auch mit seiner Vergangenheit endlich mal abgeschlossen. Oder so halb abgeschlossen, sagen wir es mal so. Mögen Sie endlich... Den Wolf des Adligen hast du erschlagen? Hab ich. Wie können Sie uns nur ohne Reue... Du weißt,
Für sie Werkzeuge, die man benutzt, doch so einfach. Vater! Vater! Hast du das getan? Ich? Nein. Wölfe töten. Es ist Instinkt. Wenn du einen ins Haus holst, reißt er so wie Träger. Selbst zwei mordende Unmenschen weniger. Danke. Das brauchst du nicht. Tja, Karma, nimm Bitch. Schon. Bis dann. Manche haben es auch nicht anders verdient. Oh, 150 Fähigkeitspunkte, das ist gut. Gut, dann können wir im Dorf nochmal eben die letzte Quest machen. Oder kurz davor. Wenn wir die haben, können wir dann beim nächsten Mal den Point of No Return überschreiten. Dann ist mir schon wieder. Und schauen, was dann passiert. Hast du meine kleine Chloe gesehen? Ich hab sie aus ihrem... Ob sie sich verlaufen hat? Kannst du bitte nach ihr suchen? Ich kann dir leider nichts versprechen, aber ich halte gern Ausschau nach deinem Hund. Wie sieht er denn aus? Chloe ist doch kein Hund. Sie hat wunderschönes weißes Haar. Wenn ich traurig bin, tröstet sie mich. Und sie kann ganz viele Kunststücke. Sie läuft gerne durch die Weizenfelder. Ich soll sie eigentlich nicht rauslassen. Bestimmt hat sie Hunger. Wenn das so ist. Die Felder sind okay, ich habe jetzt auch irgendwie an ein Tier gedacht. Mal schauen, was... Nee, Quatsch. An einen Elternteil gedacht. So rum. Sind das deine Felder? Puh, du bist wohl nicht von hier, was? Warum sollte ich einem... Weil es nicht für mich, sondern für das kleine Mädchen aus dem Dorf ist. Ich soll für sie nach Klo... Ach, du meinst sicher Lisette. Die und ihre widerliche Flohschleuder. Ich habe sie zuletzt an der Windmühle... Mittlerweile sollte das Mädchen wirklich alt genug sein, um zu wissen, dass sie sie nicht von der Kette lassen darf. Also zur Windmühle. Ja, verschwinde. Sei mal nicht so eine Bitch. Gut, wen hat sie da von der Kette gelassen? Was müssen wir da jetzt umhauen? Chloe? Also, weiß bist du jedenfalls nicht. Dann bist du wohl nicht Chloe. Ist das... Da liegt doch jemand auf dem Boden. Tot. Ich gehe mal etwas näher ran. Eine Trägerin. Chloe, da bist du ja. Was? Steh auf, du hast ja... Chloe? Bist du etwa schon ein Stein geworden? Ich hab dich doch nur ganz wenig Kunststücke machen lassen. Dabei hatte ich dich am liebsten. Die anderen Chloes hatten nicht so schönes... Bestimmt dauert es ewig, bis Papa mir eine neue gibt. Ich krieg sie ja erst, wenn sie zu müde zum Arbeiten... Sie war also nicht mehr als ein Spielzeug für dich? Sie ist nicht tot, sie ist ein Stein. Der Fluch hat sie zu Stein gemacht. So ist sie gestorben. Und egal, wie vielen anderen du ihren Namen gibst, das bringt sie nicht wieder zurück. Nein, sag doch nicht sowas. Es ist aber die Wahrheit. Aber Papa sagt immer... Sie hatten mal eine. Eltern, die sie weg... Als ihr Chloe bei euch aufgenommen habt, wurdet ihr ihre Familie. Ich... Okay, jetzt hat er mal richtig ein schlechtes Gewissen eingeredet. Aber auch das... Hat sie verdient. Quasi so lange Kunststücke oder Magie wirken lassen, bis sie zu Stein wird. Alles klar, ein paar Moralvorträge, aber das gehört auch dazu. Beim nächsten Mal machen wir dann hier in der Stadt weiter, Drachenkopf. Und schauen mal, was passiert, wenn wir den Point of No Return überwinden.